Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Two Point Campus. Ja, ich weiß, ich hatte das letzte Mal gesagt, wir sind ja schon mit der Staffel fertig, aber es ist ja jetzt erst die Folge 5. Okay. Also, einen Turnierplatz sollen wir hier basteln. Brauchen wir immer so, glaube ich, 12 lang. Genau, 12 lang. Okay. Okay, machen wir jetzt einmal nur mit den Mindestanforderungen. Da starten wir jetzt ein Studienjahr. Okay, sehr schön. Ja, wir haben ja eigentlich jetzt noch ein bisschen Geld. Was können wir jetzt machen? Was wollen Sie einen romantischen Film sehen? Ja, das können wir Ihnen schon gestatten. Aber nicht genug Zeit. Naja, dann basteln wir hier rein. Dann sind Sie vielleicht auch zufrieden. Okay, Campusstufe 10. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir schon 45 Punkte. Achtung, erst einschreiben, dann studieren. Okay, bestätigen. Sehr gut. Das kann man vielleicht hier noch ein bisschen was basteln, weil das ist ja erst 1. Das ist natürlich schlecht. Sir Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Wie ich höre, hat eine weitere Universität für die angehenden Eierköpfe und Bücherwürmer des Two Point County die Tore geöffnet. Zuhörer mögen sich entsinnen, dass ich nicht viel von neuen Universitäten halte, weil sie einfach nicht alt und dementsprechend nicht gut genug sind. Wenn sie so gut wären, hätte sie es schon viel länger gegeben. Das nennt man Logik, werte Studenten. Aber sicher können Sie damit nichts anfangen. Es ist nicht euer Jahr. Es ist einfach nur ein Jahr. Okay, hier noch so ein Ding irgendwo her. Die Anschreibung ist jetzt offen für Rittersportwissenschaften. Okay, naja, wenigstens 4, aber 4 ist mir eigentlich noch ein bisschen wenig. Können wir nicht. Die runde Tafel. Tja, ich glaube, das lassen wir jetzt einmal so. Okay. Drei Bewerber und einen schönen Gewinn haben wir jetzt. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Okay, hier ist eine schöne Statue noch her. Sehr schön. So eine Liebesbank. Ah, da haben wir ihn wieder. Unser Freund Drachi. Schauen wir mal, ob hier einer hingeht und nochmal den Hebel zieht. So. Jetzt haben wir hier 40.000. Jetzt muss es doch möglich sein. Und erstmal hier läuft jetzt alles. Einwandfreie Sache. Sich selbst zu finden. Muss es doch möglich sein, so nicht Forschung, sondern so ein Weiterbildungszimmer zu basteln.
Okay. Vier. Lampe. Also, das haben wir das Geld nicht. Ah, jetzt hätten wir das Geld wieder, Sekunden später. Willkommen zurück. Dieser Tage scheint ja jede Woche eine neue Universität eröffnet zu werden. Ja. Ein Umstand, der mir Rätsel aufgibt. Dennoch scheint es angebracht, der Gründung einer weiteren Einrichtung für Spielspaß und ein bisschen Lernen zu gedenken. Lasst uns nun in Erinnerungen und Nostalgie schwelgen. Dieses Gefühl, dass früher auf irgendeine schwer fassbare Weise alles einfach besser war. Woher kommt dieses Gefühl? Sehen wir die Vergangenheit durch eine rosarote Brille? Gut möglich. War früher wirklich alles besser? Höchstwahrscheinlich. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Ja, da haben wir jetzt 5, das ist gut. Hier fehlt jetzt ein Dozent. Werden wir gleich noch einen hier reinballern. So, jetzt müssen wir dann sowieso eigentlich, okay, die nehmen wir hier teil. 2 Bewerber. Ja, Artillerie, und wir forschen ja gerade irgendwas anderes. Und zwar Rittersportwaffen. Was wollte ich jetzt genau? Jetzt haben wir noch einen Dozenten eingestellt. Dann stellen wir jetzt einmal noch einen Assistenten hier ein. Stufe 11. Sehr gut. Studierenden, ich bin nicht eure Mutter. Okay, 35 brauchen wir. Und natürlich noch ein Hausmeister. Okay, dann kann er gleich den Müll auffegen. Sehr gut. Oder noch einen zweiten Hausmeister, der auch noch als Security tätig ist. Okay, da haben wir Errungenschaft, die halten Personalexplosion. Okay. Da werden wir den jetzt mal weiterbilden. Soll er mal der Erste sein? Okay, haben wir noch 4 Leute? Da würde ich jetzt einmal sagen, da machen wir hier noch eine Toilette her. Erinnerung an alle Studierenden: Nach dem Studium geht es nur bergab. Pflanze ins Eck. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. Okay, das ist so ein Eindringling. Powernapping Club mögen sie am liebsten. Heute. Wir haben ja immer noch im Buchclub 0 Leute. So, einen Eindringling haben sie ja schon rausgeworfen. Ich bin früher sehr gerne mit dem Zug gefahren. Der Dampf. Die Gurken-Sandwiches, die Koffer, die unweigerlich von der Gepäckablage rutschten. Haben wir schon wieder. Heutzutage fehlt bei der Nutzung des Schienenverkehrs ein wesentlicher Bestandteil. Alle starren immer nur noch auf ihre Mobiltelefone. Es war mir immer eine große Freude, tunlichst andere Fahrgäste zu ignorieren. Nun tut das einfach jeder.
Wo okay. bleibt denn da der Spaß? Ja, Entenstrauch können wir hier gern mal platzieren. Okay, was treibt ihr? Okay. Was ist da los? Schau mal. Ritterknie. Okay, so, schon haben wir einen. Hier bin ich. Hurra! Studentenbeziehung, ne? Sollte passen. Würde ich mal schätzen. So, was könnte man jetzt noch hier veranstalten? Okay, da ist die Fortbildung hier vom ersten schon fast durch. Jawohl. Wintersportwissenschaften Stufe 2 ist er jetzt. Das ist gut. So. Da hat man doch hier irgendwas, wie viel Gehalt die noch zahlen. Okay, Gehaltsforderungen, ja, die erfüllen wir. Diese 1000, das ist wahrscheinlich der Typ jetzt, der hier etwas besser geworden ist. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Ja, da ist er noch nicht so begeistert. Ah, jetzt ist er begeistert, na gut. Okay, dann ist er wieder zufrieden. Und jetzt würde ich einmal sagen, da kann man doch jetzt einmal so einem Hausmeister auch die Security noch beibringen. Dem auch Security. Weil dann schmeißen die gemeinsam die alle raus. Da hat er jetzt noch 0 und wird natürlich dann bald die 1 haben und dann können wir hier nach und nach die ein bisschen aufwerten. So, und plötzlich haben wir hier Geld. Es ist unglaublich. So, was wollen die hier? Ja, wir müssen es jetzt leider noch ablehnen. Erinnerung an alle. Bis das hier durch ist, dann können wir sowas machen. Nehmen. Da fehlt hier der Dozent im Nachhilfezimmer. Ja, eine Party. Party kann man selbstverständlich planen. Das wäre ja dann hier Anfang. Wäre Anfang Februar. Neu in Cromleys Studentensortiment. Hühnchenstampfer. Man nehme die geschmeidigste Hühnchenmasse von Cromleys knochenlosen Hühnern, füge unsere höchst geheime Gewürzmischung und eine Prise Stabilisierungsmittel hinzu und bam! Das sind Cromleys Hühnchenstampfer. Die Panade macht's schmackhaft. Egal, was drin steckt. Ja, ungültiges Zimmer für Artillerie. Wo kommt die Artillerie rein? Das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Toilette doch nicht. Tja, jetzt können wir, wenn dann jetzt nochmal ein Wunsch kommt zur Forschung, dann können wir das, denen helfen. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Artillerie, da ist es nicht. Halt alles.
Kräutergarten. Da ist es dann schon mal draußen. Tja. Da wissen wir jetzt nicht, wo wir das Ding hinstellen. Und eine Aufenthaltsraumparty. Schauen wir natürlich auch mal. Das wird dann Ende März. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Gute Arbeit. Okay, jetzt kommt hier Kohle rein, aber so richtig. Da schauen wir doch jetzt einmal auf die Bank. Können wir ja jetzt alles zurückzahlen. Zahlen wir jetzt gleich alles zurück und dann sind wir hier das wieder los. Da ist Party. Okay, hier, es haben sich 5 jetzt verletzt. Hier war Party. Oder ist noch Party? Da ist noch Party. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Okay, und jetzt kommt aber keine Anfrage mehr nach einer Forschung. Jetzt, wo wir Zeit hätten, jetzt, wo wir hier Gelegenheit hätten, was zu erforschen. Okay, Benedikt-Kampfplatz, okay. Ah, da gehört es rein. Ich wurde kürzlich in die Tage meiner Jugend zurückversetzt, nachdem ich mich unabsichtlich im Wäscheschrank eingeschlossen hatte und dort buchstäblich über meine alten Tennisclocks gestolpert war. Wie lange ist es doch her, seit ich mich zuletzt meiner Zeit im Tennisteam der Universität... Okay, was treibt er hier? Es hieß, allein der Klang unserer hölzernen Schuhe habe die Mädchen des Campus erröten und in nervöses Gekicher ausbrechen lassen. Böse Zungen behaupten allerdings, das habe eher an unseren kurzen Hosen gelegen. Okay, Campusstufe 12. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Ja. Okay, können wir wieder hochschalten. Zack, geht Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir schon fast 100.000 und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir brauchen es auch. Mehr 35.000. Ansonsten würden hier 2 Gebäude entstehen. Weil wir auf jeden Fall, würde ich einmal sagen, noch irgendwo ein Schlafzimmer brauchen. Könnte man vielleicht noch hier mal reinbasteln. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. So einen kleinen Schlafsaal. Okay. Jetzt noch verrutschen. Schauen wir mal, alle in einer Reihe, also einigermaßen. Würden die Eindringlinge bitte das Eindringen unterlassen? Hier brauchen wir ein paar Schränke. Okay. Dann nagel mal hier mal noch 2 Schreibtische hin. Sehr schön. Hutständer. Nicht so ein Schild. Nee. Nee. Haben wir jetzt den ganzen Raum hier?
gepackt. Das wollte ich natürlich nicht. So viel. Warum sind hölzerne Tennisschuhe eigentlich je aus der Mode gekommen? Tennis war einst nicht nur ein optisches, sondern auch ein akustisches Vergnügen. Wurde der nervenaufreibende Wettkampf doch von einem wahren Kokosnussorchester begleitet? Und was trägt man heute? Fürchterlich quietschende Treter, die lediglich mehr Bodenhaftung und ein leichteres Gewicht bieten. Das A plus, schon sehr gut. Betrug. So, schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Da hat man einen guten Gewinn. Wir wollen noch einen romantischen Film sehen. Ja, dann schauen wir mal, wann wir den hier reinquetschen. Da würde ich mal sagen, hier, da haben wir noch Platz. Und es regnet wieder, da wird es wieder rostig. Okay, die müssen dann behandelt werden, aber das werden wir natürlich gern machen. So, wo ist jetzt hier, also die werden behandelt. Ja, die warten noch. Was ist da los? Genau, jetzt können wir die Prinzenattrappe hier freischalten. Das machen wir gern. Okay. Das machen wir jetzt gern. Das ist kein Thema. Jo. Die Dinger müssen wir reparieren. Hier brauchen wir Weiterbildung. Okay, die haben jetzt alle Security. Das ist schon mal gut. Da brauchen wir natürlich einen auch. Haben wir noch keinen, der auch Mechanik kann. Da werden wir natürlich die beiden gleich einmal auf Mechanikkurs schicken. Was ist da los? Entferne einen Eindringling. Das geht ja automatisch mehr oder weniger. Häufige Fragen. Einer ist noch da. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. So, da brauchen wir jetzt noch einen, der auch erste Hilfe kann. Okay. Schauen wir mal noch. Schilde hoch. Da los. Vielleicht können wir noch mal einen Hausmeister auch noch einstellen. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Leider hat synthetisches Schuhwerk nicht nur auf dem Tennisplatz Einzug gehalten. Wie viele meiner treuen Zuhörer sicher wissen, besuche ich jedes Jahr Schuhmacher Sarto und gönne mir ein paar Brocks oder auch Halbschuhe, wenn ich mich besonders mutig fühle. Bei meinem letzten Besuch musste ich mit Erschrecken feststellen, dass mein geliebter Schuhmacher von einem Lokal namens Schubidu ersetzt worden war. Angesichts der lächerlichen Auswahl dort war mir allerdings gar nicht nach Singen zumute. Okay. Ja, aber jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt haben wir die 5 Folgen durch und wie ich schon in der letzten Folge gesagt hatte, schaut bitte immer rein bei mir in den Kalender, in der Infobox. Da seht ihr ja, wann weitere Folgen kommen. Ich hoffe, euch macht es weiterhin so viel Spaß wie mir. Ich finde es wirklich lustig und ist auch manchmal, da erfordert es ein bisschen Zeit, aber im Prinzip stellt man ja fest, das geht alles dann mehr oder weniger wie von selbst. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag, bis bald, tschüss.